Herzlich willkommen in dieser neuen Yoga-Klasse. Namaste. Ich möchte mit dir heute probieren, dem Körper die Möglichkeit zu schenken, sich zu strecken. Wir werden versuchen, die inneren Räume aus ganz verschiedenen Richtungen heraus zu entfalten, also ihnen Weite zu schenken und eine innere Größe zu verleihen. Und wir werden das mal von der Vorderseite probieren, also mal kleine Rückbeuge gehen. Wir werden auch die Flanken, also die Seiten des Körpers strecken und ihnen Raum und Größe verleihen. Und als besonderen Schwerpunkt heute die Rückseite in den Mittelpunkt bringen und auch ihr die Möglichkeit zu geben, sich zu strecken und zu wachsen. Ja, und ich möchte dich einladen, zunächst einen Moment für dich zu kreieren. Du kannst da gerne die Augen dafür schließen. Und den Sitz noch einmal gut gestalten, ein gemütlicher, ein bequemer Sitz. Und wenn du diesen Sitz gefunden hast, die Augen sich geschlossen haben, dann ist es eine sehr schöne Möglichkeit, mal von den äußeren Eindrücken der Welt loszulassen. Denn wir sind ja immer nach außen orientiert in die Welt, mit all den Sinnen. Wir schauen nach außen, wir hören nach außen, wir riechen die äußere Welt, wir fühlen sie. Ja, es ist immer ein Fokus nach außen. Und für die Zeit, in der wir hier gemeinsam diese Yoga-Praxis beginnen, ist es eine sehr schöne Möglichkeit, mal vom Äußeren ein Stück zurückzutreten und die inneren Räume und die innere Welt mehr zu erfahren. Und während wir nach außen immer mit dem Kopf agieren, ja, also wir planen etwas, wir wollen etwas erreichen, wir wollen ein Ziel erreichen, wollen eine Aufgabe erfüllen, Dinge erledigen, es ist immer eine Frage des Kopfes, ja, und der Ratio. Ist die Welt in uns in einem ganz anderen Modus? Ja? Und ich möchte mit dir versuchen, in dieser Stunde nicht in diesem Modus des Wollens, des Planens anzutauchen, sondern eher auch da einen Schritt loszulassen und zu einer Qualität zu kommen, in der du dich öffnest für das, was geschieht. Ja? Wenn du nach innen spürst, dann schau einfach, was da geschieht. Ohne etwas zu wollen oder etwas zu tun. Geh also mehr und mehr auf Empfangsbereitschaft dem gegenüber, was sich in dir zeigt und wie du jetzt bist. Das kannst du ja beispielsweise auch in der Atmung erfahren, diese beiden unterschiedlichen Modi. Ja, wir können die Atmung aktiv verändern, wir können etwas wollen. Tiefer atmen, irgendwo hinatmen, schneller atmen. Wir können die Atmung willentlich beeinflussen. Das ist auch nicht der Modus, mit dem ich heute mit dir durch diese Stunde gehen möchte, sondern eher der andere Modus, offen zu sein für das, was passiert. Also offen zu sein für die Atmung. Und wenn du da nicht unbedingt etwas willst, sondern einfach nur beobachtest, was ist, dann kann die Atmung selbst ihren Rhythmus und ihren Fluss entdecken. Dann bist nicht mehr du es, der atmet, dann bist vielmehr du es, der geatmet wird. Und das ist ein sehr erhabenes, wunderbares Geschenk. Du wirst geatmet, jetzt in diesem Augenblick. Und ich möchte dich bitten, das zu beobachten, zu spüren, zu fühlen, wie du jetzt geatmet wirst. Es atmet dich. Und wenn es dich hier atmet, dann mit einer Qualität, in der die Einatmung nach oben orientiert sein kann. Ja, sie kann in den Raum des Brustkorbs fließen, auch in den Raum des Herzens. Auch es wird geatmet und gestreichelt von der Atmung.
Wenn die Einatmung entsteht, dann weitet sie ganz sanft und liebevoll die inneren Atemräume. Die entfalten sich, die dehnen sich aus und kreieren eine innere Fülle. Und diese innere Fülle der Einatmung kann mit einem Gefühl des Leichtwerdens verknüpft sein. Ja, du wirst leicht, innerlich leicht und gelöst, wenn du einatmest. Und diese Leichtigkeit richtet dich weiter nach oben auf. Und wenn du ausatmest, dann ist es ein Weg von der Fülle zurück in eine Entspannung, in einen Raum in dir, der sich entspannt, wenn du ausatmest. Und dann kannst du die Ausatmung als etwas vorstellen, das nach unten fließt in den Raum des Beckens und dein Becken zur Erde verbindet, dich erdet. Dann gönn dir noch ein paar Momente dieser bewussten Atmung, bewusst darüber, wie es dich atmet. Dann bring bitte die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander, sodass die Handinnenflächen sich berühren können. Du kannst gerne auch die Daumen an das Brustbein auflegen und auch taktil spüren, wie es dich atmet im inneren Raum des Brustkorbs. Auch im Raum deines Herzens. Wenn die nächste Ausatmung kommt, dann verlängere sie, atme tiefer aus. Wenn die Einatmung entsteht, dann öffne die Arme zur Seite in den Raum neben dir. Bring die Arme dann ganz hoch in den Raum über dir und ausatmen. Bringst du die Hände zueinander, vor die Stirn, vor den Mund und zurück vor den Raum deines Herzens. Und noch ein zweites Mal bitte einatmen, die Arme weit über die Seite nach oben öffnen und ausatmen, die Hände vor dir wieder zurück zum Herzraum bringen. Wenn du magst, dann verborg dich vor ihm, ganz am Anfang dieser gemeinsamen Yoga-Praxis. Auch vor der Hingabe zu dir. Und wenn du dich dann wieder aufrichtest, bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen. Gut. Bleib noch einen Moment im Sitzen und bereiten uns vor auf diese Praxis. Und ich bitte dich, mit ganz leichten, entspannten, feinen Bewegungen dich hier zu räkeln. Also, dass du dem Rückenbereich schon mal die erste Bewegung schenkst, den Oberkörper mobilisierst. Vielleicht hast du jetzt ganz besondere Bewegungen, denn sicherlich liegt schon ein Teil des Tages hinter dir und damit auch ein Abschnitt des Tages, in dem du deinen Körper als Werkzeug einsetztest. Und das, was dein Körper, dein Werkzeug, das dich durch den Tag führt, was er mag, das kannst du ihm hier schenken. Und dabei bitte ich dich, die Arme zu heben und dich abwechselnd ganz hoch zu strecken, sodass du die Seiten entfaltest, die Seiten streckst. Von der Hüfte bis hoch in die Fingerspitzen. Streck dich ein bisschen höher nach oben, hoch in die Welt. Da hast du ganz viel Raum, Raum, um dich der Welt entgegenzustrecken. Jetzt machst du eine Seitbeuge nach rechts, stützt die rechte Hand neben dir auf und neigt dich dahin. Linke Arm über den Raum des Kopfes. Mit der Seitbeuge kannst du ein bisschen aufspielen, mal tiefer eintauchen, mal weniger tief. Dann lass die linke Hüfte dabei schwer werden. Da kannst du den Abstand spüren, von Hüftgelenk bis in die Fingerspitzen und diese Weite strecken und diese Weite atmen. Ja, lenk die Atmung in den Raum der linken Flanke. Da kannst du auch kleine Drehbewegungen einbauen. Mal schauen, was dir gut tut. Vielleicht auch mal dich nach links aufdrehen und vor dem Arm in die Welt schauen. Ja, dann komm bitte wieder nach oben zurück, räkel dich groß, vergleich dann links und rechts und neig dich nach links. Die linke Hand stützt dich, rechte Hand fließt über den Kopfraum nach links. Die rechte Hüfte kann schwer werden. Und dann erfährst du die Weite in der rechten Flanke. Und mit dieser Weite kannst du spielen, ja, sie mal mehr, mal weniger dehnen und strecken, ihr Größe verleihen, ein paar kleine Drehbewegungen anbauen, je nachdem, was dir jetzt gut tut. Lenk den Atemfluss in die rechte Flanke und stell dir vor, du fächerst dort die Rippenbögen auf. Du schaffst zwischen ihnen Raum. Und dann dreh dich ruhig nochmal nach rechts und schau vor dem Arm hoch in die Welt. Und beende dann bitte wieder. Komm wieder zurück, streck dich noch einmal hoch, spür rechts und links.
Und dann bring die Hände bitte wieder zurück. Gut. Ich möchte mit dir in den Vierfüßler kommen. Wenn du den für dich entdeckt hast, den Vierfüßler, dann reife dich auch hier weiter in genau der Qualität, die dich belebt und die dich bewegt. Und wechsel dann zu einer Sequenz aus Katzenbuckel und Pferderücken. Und beginn diese Sequenz immer im Raum des Beckens. Und lass eine Welle, eine Wellenbewegung durch den Rücken fließen. Vom Beckenraum durch den Rückenraum hoch zum Kopfbereich. Und gerade diese Welle ist eine sehr schöne Wohltat für die Wirbelsäule, die wird in ihren Segmenten belebt und bewegt. Der Katzenbuckel ist ein Einrollen des Rückens. Es zentriert dich. Und das kannst du mit der Ausatmung unterstützen. Die zentriert dich auch. Und die Bauchdecke saugt sich hoch im Katzenbuckel. Der Pferderücken ist das Gegenteil, ist eine sehr schöne, entspannte Weite. Atme die auch ein, diese Weite. Mach das noch ein, zwei Sequenzen. Und dann komm wieder an in einen neutralen langen Rücken. Lass die Arme lang, den Rücken lang und wir führen die Bewegung den Schultergürtel weiter. Tauch hier bitte nach unten ein, sodass in der Rückseite die Schulterblätter sich aneinander zuschieben. Und dann schieb dich zwischen den Schulterblättern nach oben hoch und weite den Abstand der Schulterblätter. Und mach das weiter bitte. Das ist eine Gleitbewegung der Schulterblätter. Sie führen zueinander und auseinander weg, glatten auf Muskelschichten des Rückens. Und je gleitfähiger die Schulterblätter sind, also je weiter die Bewegung geht, desto weiter können die Arme Dinge in der Welt erreichen. Ja, desto weiter kannst du in die Welt greifen. Auch hier noch ein-, zweimal. Und dann kommen in einer gefühlten Mitte an, nicht ganz oben, nicht ganz unten, eher so in der Mitte. Und jetzt bitte ich dich, den rechten Arm ganz weit nach vorne auszustrecken am Boden und für einen Moment nach unten einzutauchen. Mit der Stirn Richtung Erde, mit dem Raum des Herzens Richtung Erde. Atme dich in diese entspannte Länge. Und komm dann bitte wieder zurück. Wechsel nach links, streck den linken Arm weit vor dir aus und schmelz auch hier sanft nach unten. Stell dir vor, dass die Rückseite sich entspannt und über die entspannte Rückseite deine Vorderseite mit dem Raum des Herzens Richtung Erde schmelzen lässt. In diese Verbeugung, in diese Hingabe vor dir und vor der Erde. Dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Jetzt stell den rechten Fuß hinter dir auf, schieb die Ferse von dir weg und schieb dich ein paar Mal nach hinten mit der Ferse in den Raum hinter dir und löst dann wieder, schieb dich ein Stück nach vorn. Und mach das für dich weiter. Es hat das Ziel, die Beinrückseite, auch die Wade ein bisschen mehr zu dehnen und das brauchen wir heute noch, so lange Beinrückseiten. Schieb dich ruhig ein paar Mal in die Dehnung. Ja, vielleicht kannst du auch ein bisschen federn mit dieser Dehnung. Gut, dann wechsel bitte, schieb den linken Fuß nach hinten und schieb dich über die Ferse nach hinten raus. Mal mehr, mal weniger, sodass die Wade und die Beinrückseite sich mehr streckt. Das kannst du in Ruhe machen oder mit kleinen Federbewegungen. Und dann bitte ich dich hier gleich zu bleiben, linken Fuß aufgestellt zu lassen und jetzt den rechten Fuß dazu zu stellen. Das ist das Brett oder der hohe Liegestütz, Chaturdasana. Und von hier, von diesem Liegestütz, schiebst du dich langsam in den abwärts schauenden Hund. Und dabei bitte ich dich, die Knie zu beugen, sodass du an die Oberschenkel herankommst. Schieb dich an ihnen hoch. Schieb das Becken in den Raum über dir nach oben in die Welt und drück die Hände gleichzeitig in den Raum nach unten, in den Raum der Erde. Und wenn du einen ganz langen Rücken bekommen hast, dann beginnen die Außenseiten der Fersen tiefer zu senken und dehnen sich die Beinrückseiten.
Um das zu intensivieren, bitte ich dich, ein Knie zu beugen und die Ferse zu heben und die andere Ferse tiefer zu schieben. Ruhig ein paar Atemzüge, die Ferse tief zu lassen, sodass die Muskulatur sich daran gewöhnt, dass die Dehnung spürbar wird. Atme weiter und wechsel bitte, senk die andere Ferse tiefer. Auch hier einen Moment verweilen in diesem Raum, in der die Beinrückseite sich streckt. Dann senk beide Fersen tief, schieb dich nach hinten hoch und atme aus. Das Becken schiebt zwischen Händen und Füßen nach oben. Atme ein, komm in den Liegestütz. Atme aus, schieb dich wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Jetzt heb dein rechtes Bein bitte nach oben und stell dir vor, dass du die Ferse gegen einen Luftwiderstand nach hinten rausschiebst und senk die linke Ferse tiefer. Wieder in die Dehnung atmen. Und strecken und wachsen. Einatmen in den einbeinigen Liegestütz. Ausatmen, schieb dich wieder zurück in den einbeinigen Hund. Einatmen, komm nach vorne, einbeinige Liegestütz. Und jetzt beugst du die Ellenbogen ein bisschen im Ausatmen, ein kleines bisschen beugen. Einatmen, streck wieder die Arme, schieb dich hoch in den Liegestütz. Ausatmen, hoch in den abwärts schauenden Hund. Hier durchatmen. Und das rechte Bein senken. Heb dann das linke Bein nach oben, schieb die Ferse von dir weg und streck die linke Seite ganz lang, von der Hand bis hoch in die Ferse. Senk die rechte Ferse tiefer. Atme aus und streck dich lang. Atme ein in den Liegestütz, diesen einbeinigen Liegestütz. Atme aus, schwing dich zurück in den Hund. Ein in den einbeinigen Liegestütz. Ausatmen, die Arme ein bisschen beugen, die Ellenbogen nah an den Körper. Einatmen, wieder hoch in den langen Liegestütz. Ausatmen in den einbeinigen Hund. Und dann senk die linke, den linken Fuß zurück zur Erde. Einatmen in den Liegestütz nach vorn. Ausatmen, lande in der Bauchlage nach unten. Und dann atme durch. Kannst du gerne die Hände und Handgelenke wieder bewegen und regenerieren. Und dich ruhig auch ein bisschen schlängeln hier am Boden, rechts und links. Wenn du dich ein bisschen drehen magst, dann drück eine Hand in die Erde und dreh dich an die Seite auf. Und dann komm in der Mitte wieder an, roll dein Becken ein wenig ein, dass der untere Rücken Raum bekommt. Roll die Schultern weich zurück und schlängel, reikel dich hoch in die erste Rückbeuge. Atme nach vorn hoch in den Raum des Herzens. Und dann drück die Hände nach unten und schwing dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann ruhig nochmal auf der Stelle laufen, vielleicht ein bisschen dynamischer jetzt. Und dich weiter reikeln. Dann heb dein rechtes Bein bitte nach oben und setz den Fuß nach vorn auf. Gut. Dann komm mit dem rechten Fuß eine Fußbreite nach außen. Wir bleiben jetzt einen Moment hier und drehen uns. Du kannst das gerne auch anpassen. Du kannst die linke Hand auf eine Unterlage stützen, dann ist der Boden nicht so weit weg. Oder du kannst auch das linke Knie zum Boden absetzen. Dann hast du das etwas entspannter. Ja, je nachdem, Knie absetzen, jetzt oder später, oder das Bein gestreckt lassen. Und bring die rechte Hand auf dein Knie und jetzt streck dich sanft nach vorn. Jetzt drückst du die Hand auf dein Knie und drehst dich dadurch nach rechts auf. Und bevor wir jetzt weitergehen, baut es ein bisschen Halt, den wir definieren. Schließ dafür sanft den Beckenboden und führ den Bauchnabel etwas nach rechts hoch. Mit diesem Halt, mit dieser Sicherheit kannst du den Oberkörper weicher drehen. Und wenn wir das jetzt vertiefen, dann streck deinen rechten Arm nach vorn, mach einen großen Bogen hoch und bring die Hand nach hinten an den unteren Rückenbereich. Nutz das als Fixpunkt und lehn die obere Schulter weiter zurück. Dreh dich etwas vertiefter nach rechts. Jetzt stell dir vor, du lehnst dich nach hinten an. Mit dem Schultergürtel, mit dem Hinterhaupt, lehn dich nach hinten an. Wenn du weiter dich nach hinten lehnen möchtest in eine weitere Rückbeuge, dann schau nochmal zur unteren Hand und setz sie noch ein Stück nach außen. Vielleicht, wenn du eine Matte hast, dann außerhalb der Matte. Und dann dreh dich wieder auf, lehn dich zurück und streck den rechten Arm hoch in die Welt. Und dann greif in die Welt, streck dich in ihr aus.
und atme in den Raum des Herzens. Wenn du da einatmest, dann streck dich von dort nach oben und nach unten und wachs in die Größe. Wenn du ausatmest, entspann dich in die Weite, in die Schönheit der Welt. Einatmen, strecken und wachsen und groß werden, ausatmen, entspannen. Und noch ein, zwei Zyklen, bitte. Und dann lande wieder, bring die Hand zurück und komm zurück in den Hund. Hier ein bisschen laufen, die Atmung in den Raum des Rückens vertiefen. Stell dir vor, du fächerst ihn auf und entspannst die Rückseite, sodass die Vorderseite mit dem Raum des Herzens Richtung Erde schmilzt. Dann atme dein linkes Bein hoch und schwing den Fuß nach vorn. Auch hier gerne rechte Hand gut aufstützen, vielleicht auf einer Unterlage. Rechtes Knie kannst du jetzt oder später ablegen, wenn du das möchtest. Je nach Wunsch, je nach Ziel dieser Stunde. Und dann bring die linke Hand auf dein Knie. Streck dich sanft nach vorn. Jetzt drückst du die Hand sanft auf das Knie. Und dabei hast du eine Drehbewegung im oberen Bereich des Rückens. Du drehst dich nach links auf. Streck den linken Arm bitte nach vorn. Mach einen großen Bogen hoch und bring die Hand nach hinten. Den Raum des unteren Rückens oder des Steißbeins. Und das ist ein Fixpunkt, da können wir vertiefen, dann drehst du dich weiter nach links auf, führst die Schulter zurück und dann schließt den Beckenboden, schenkt dir dort Halt und Sicherheit und zieh den Bauchnabel etwas nach links hoch. Und jetzt lehn dich nach hinten an. Auch hier, wenn du weitergehen möchtest, dann stutzt die untere Hand ein Stück weit nach außen. Lehn dich weiter zurück, dreh dich wieder auf und streck dann den linken Arm hoch. Atme den Raum des Herzens, fächer ihn auf und streck dich von dort nach oben, zieh dich hoch und drück dich nach unten zur Erde weg. Und atmen zwischen dem Raum der Hände und in die Welt strecken. Sie als etwas erfahren, die dich erwartet, in die du dich räkeln kannst. Einatmen in die Größe, ausatmen entspannen in die Weite der Welt. Noch ein, zwei Zyklen. Und dann löst bitte wieder auf. Komm zurück in den Hund. Ach, geh nochmal auf der Stelle laufen, bewegen, schütteln. Wenn du ankommst, dann vertief die Atmung. Bitte dich, beide Fersen zu heben, währenddessen die Beine zu strecken, sodass du die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten wegschiebst, in den Raum hinter dir. Und dann senk die Fersen mit gestreckten Beinen tiefer. Streck auch den Rücken, drück die Hände nach unten und schieb dein Becken hoch und streck dich ganz lang aus. Einatmend in den Liegestütz, ausatmend langsam in die Bauchlage eintauchen. Und dann wieder räkeln, ein bisschen verwöhnen. Gib der Atmung Raum. Und dann komm noch einmal hoch an der Rückbeuge. Das lenkt den Atemfluss in die Vorderseite. Atme dorthin, nach vorne hoch, Rippe für Rippe, hoch zum Raum des Herzens, weiter hoch zum Raum der Schlüsselbeine. Wenn du höher kommen möchtest, als in die Kobra, dann steig noch einmal auf in den aufwärtsschauenden Hund und komm zurück in den abwärtsschauenden Hund. Dann bitte ich dich, die Knie zu senken, in den Vierfüßler, nochmal in die Bewegung zu fließen, die dir jetzt gut tut. Dann komm bitte für einen Moment zum Kind. Du kannst dir gerne die großen Zehen näher bringen und die Knie nach außen öffnen und hier eintauchen. Komm gemütlich hier an. Und wenn du dich ein bisschen bewegen möchtest für die Hände und Handgelenke, dann gönn dir diesen Moment. Und wenn du soweit bist, dann entspann dich in dieser Haltung. Sie ist wunderbar hingebend zu dir, zu dem, wie du jetzt bist, aber auch zum Raum der Erde. Entspann die Rückseite, indem du sie atmest,
indem sie geatmet wird. Mit der Einatmung fächert sich der Rücken auf. Mit der Ausatmung entspannt er sich. So entspannst du dich über die Rückseite und kannst dabei den Raum des Herzens aus der Rückseite entspannen und ihn nach unten Richtung Erde schmelzen lassen. Dann bring die Hände bitte in den Bereich der Knie. Und wenn du dich mit den Händen etwas nach unten drückst, kannst du dich in Ruhe nach oben aufrichten. Dann wechsel bitte mit den Füßen nach vorn. Du kannst dich gerne hinter dir aufstützen und mal ganz locker die Beine ausschütteln. Oder den Boden unter dir ausklopfen, je nachdem. Gott. Hier auch mal einen Fuß beugen, einen strecken. Ja, wir werden jetzt die nächsten Sequenzen im Sitz verbringen, werden da auch in Vorbeugen eintauchen und da auch verweilen. Also es wird jetzt ruhiger werden. Und generell wird es sicherlich leichter fallen, dich im Sitz vorzubeugen, wenn du dein Becken etwas erhöhst. Das kann eine Decke sein, die du dir faltest und unter das Becken bringst, also dich draufsetzt, oder ein kleines Sitzkissen. Manchmal reicht es auch aus, wenn du weißt, dass Vorbeugen dir leicht fallen, dass du so etwas hinter dein Becken klemmst, ja, und da wie eine Art Stütze hinter dir hast, die dein Becken stützt und die dich leichter aufrichtet. Also such dir das, was du jetzt brauchst. Und dann bitte ich dich, das rechte Bein ein Stück nach außen zu bringen. Es muss nicht maximal sein, so ein Stück reicht durchaus schon aus. Jetzt greif dir mit beiden Händen bitte deine linke Kniekehle und zieh das Knie zu dir ran. Dann stellt der Fuß sich auf. Schnapp dir das Knie von vorn. Und wenn du dich jetzt etwas nach hinten anlehnst, dann kann dein Fuß sich von der Unterlage lösen, dann ist er frei. Und jetzt greifst du bitte mit der linken Hand die Wade. Ja, die Wade ist ein Muskel, der Muskel hat einen Bauch. Und diesen Bauch, diesen Muskelbauch der Wade kannst du einfach zupacken. Ja, durch die Packen und nach außen ziehen. Du ziehst die Wade nach außen weg. Rechte Hand kannst du an das Schienbein bringen oder irgendwann den Unterschenkel und das unterstützen. Ja, diese Bewegung nach außen mit der Wade. Und wenn du das machst, dann siehst du auch, dass der Fuß automatisch so ein bisschen mehr nach innen zeigt. Ja, aber es ist eigentlich nicht nur der Fuß, es ist der gesamte Unterschenkel, der sich nach innen dreht. Wir drehen den Unterschenkel gegen den Oberschenkel einwärts. Und das lässt du so. Ziehst die Wade nach außen, greifst mit der rechten Hand den Fuß, ziehst ihn zu dir ran. Und bringst die Fußsohle an die Innenseite des Oberschenkels. Und dabei lässt du das Knie nach außen sinken. Dann kannst du die linke Hand wieder lösen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Unterschenkel gegen den Oberschenkel innen rotiert. Und das führt dazu, dass der Druck sich von den Menisken, also den Eigenschaften, also den Gewebsstrukturen, die ein Gelenk formen, dass wir etwas Druck von den Menisken lösen. Ganz besonders im Innenmeniskus, im Hinterhorn, also innen, hinten, im Knie. Und das kann dem gesamten Knie etwas mehr inneren Raum schenken. Wenn du jetzt merkst, dass das nicht so deins ist und das Knie sich ein bisschen wohler fühlen könnte, dann bau was drunter. Eine Unterlage unter das Knie oder winkel es nicht ganz so sehr an oder klemm dir was zwischen das Knie, in die Kniekehle. Also mach es für dich so gut, dass dein Knie sich wohlfühlt, denn wir bleiben jetzt einen Moment hier. Wenn es passt, dann greif dir die Gesäßmuskulatur, zieh die nach hinten raus, hat dein Becken eine bessere Unterlage und ja, da kannst du jetzt Gewicht abgeben, lass dein Becken schwer werden. Und während das Becken schwer wird, richte dich bitte auf, werd nach oben leicht, wachs hoch.
Und jetzt schiebst du deine rechte Ferse von dir weg. Ja, und das wäre nicht Yoga, wenn wir jetzt weitergehen würden. Also bring die Fingerkuppen bitte nach vorn. Und krabbel nach vorn. Und damit entsteht eine Verbeugung nach vorn. Und wenn wir uns an den Modus erinnern, der uns durch diese Stunde führt, dann ist das jetzt nicht unbedingt etwas, das aus dem Kopf entsteht, der jetzt überlegt, na, wie weit soll ich jetzt vor und warum geht das nicht so richtig gut? Das sind alles Fragen, die der Kopf stellt. Oder wie sieht das aus? Ja, soll das so sein? Ich möchte mit dir in den Erfahrungsraum des Körpers zurückgehen. Also spür, was mag dein Körper? Wie weit geht er mit? Was mag er? Und dann lass eher diese Verbeugung entstehen. Lass die Dehnung, lass die Länge entstehen. Und atme dich dahin. Atme in den Raum des Rückens. Er wird jetzt geatmet. Und wenn es dort einatmet, dann wird der Rücken weiter. Er fächert sich auf. Und wenn es ausatmet, entspannt er sich. Entspann dich von der Rückseite her, sodass deine Vorderseite sich der Erde und dir verneigen kann. Das Becken schwer werden lassen und nach vorn schmelzen. Dann komm bitte wieder ein Stück zurück und wir bauen etwas Neues ein. Wander bitte mit beiden Händen nach rechts und orientiere dich über dein gestrecktes Bein. Komm mit der rechten Hand dabei nach außen. Jetzt ist der Fokus auf dem gestreckten Bein. Komm dort an, so wie es dir möglich ist, und verneig dich vor ihm, vor deinem Bein. Und wieder kannst du mit den Händen entlang des Beines nach vorn Richtung Fuß wandern und dich atmen. Jetzt verändert sich der dehnende Fokus etwas. Es geht ein bisschen mehr in den unteren Rücken, besonders die linke Seite wahrscheinlich. Ja. Andere Muskelfasern, die wir hier dehnen, die geatmet werden können. Und manchmal kann man auch den Fuß greifen, je nachdem, was da für dich jetzt möglich ist. Ich bitte dich jetzt für einen Moment der Vertiefung, die linke Hand an die Außenseite des Beines oder Fußes zu bringen. Ganz egal, wo du da jetzt hinkommst. Und wieder nicht an den Kopf denken, der jetzt etwas will, sondern den Körper machen lassen. Linke Hand an die Außenseite. Aber wenn du da jetzt etwas Druck gibst von der Außenseite, dann spürst du, dass du dich weiter zum Bein hinziehst. Ja, du orientierst dich weiter zu deinem Bein heran. Nicht mit Kraft, nicht mit Macht, nicht mit zu viel Willen, sondern eher aus der Erfahrung des Körpers arbeiten. Und wieder vor dir verneigen. Und nach hinten atmen. Auffächern im Einatmen, entspannen im Ausatmen. Und wieder gehen wir einen Moment weiter. Fädel jetzt deinen rechten Arm unter dem linken durch. Eventuell so, dass du den Ellenbogen gegen die Innenseite des Knies orientieren kannst. Oder wenn das nicht gelingt, dann einfach den Arm dort positionieren, wo er gut ankommt und wo du so ein bisschen Kontakt zur Innenseite des Beines aufbauen kannst. Diejenigen, die weitergehen möchten, können den Ellenbogen gegen das Innenknie drücken und probieren, mit den Fingern den großen Zeh zu greifen. Und hier wieder atmen.
und die Atmung durchströmen lassen, den inneren Körper durchströmen lassen. Zum einen wirkt es belebend, zum anderen vertiefend. Und um das weiter zu vertiefen, bitte ich dich jetzt mit dem unteren Arm, dem rechten Arm, etwas gegen die Innenseite zu drücken, entweder gegen die Innenseite des Knies oder da, wo dein Kontakt ist. Drück die Innenseite des Beines. Und dann kannst du etwas im Oberkörper spüren, und das ist eine Drehbewegung nach links. Ja, du drückst mit dem unteren Arm gegen die Innenseite des Beines und der Oberkörper schraubt sich nach links. Und das verlagert die Aufmerksamkeit mehr in die linke Flanke. Die beginnt sich zu strecken, während jetzt die rechte Flanke Richtung Bein schmilzt. Am nächsten Schritt bitte ich dich, den linken Arm nach oben zu bringen und nach hinten an die Hüfte aufzusetzen. Linke Hand nach hinten an die Hüfte. Jetzt noch einmal vertiefend den rechten Arm gegen das Innenbein drücken und den Oberkörper weiter nach links aufschrauben. Ja, dreh dich nach links. Jetzt orientierst du die rechte Flanke Richtung Bein. Immer wieder dorthin kommen und entspannen. Etwas entstehen lassen. Und noch ein Schritt des Vertiefens. Heb den linken Arm nach oben und lass den Arm über dem Raum des Kopfes Richtung Fuß sinken. Genau da, wo es jetzt für dich passt. Da ist die linke Seite ganz lang. Atme da jetzt hin. Eine Weite von der linken Hüfte in die Flanke, über den Arm in die Fingerspitzen. Immer wieder drehen und über das Bein entspannen mit der rechten Flanke. Und dann komm dort an, wo es dir gut ist. Das kann sehr flexibel durchaus sein. Da kannst du mit der oberen Hand zum Fuß kommen. Oder du bleibst da, wo es dir jetzt gut ist. Und dann stell dir diesen Raum zwischen den Armen als ein Fenster vor, durch das sich die Welt dir öffnet, dir zeigt. Und wir gehen langsam wieder zurück, bringen den linken Arm wieder zurück an die Hüfte. Wir lassen uns aber auch Zeit zum Zurückkehren, Zeit, die es jetzt braucht. Jetzt dreh den Oberkörper ganz in Ruhe wieder zurück nach vorn. Und bring die Hände dorthin, in den Raum vor dir. Und ganz langsam den Rücken wieder neutral bringen. Braucht ein bisschen Zeit, dass deine Fasern sich jetzt daran gewöhnen, wieder ankommen, sich sortieren. Atme wieder in den Raum des Rückens. Und dann komm langsam hoch und richte dich auf. Lass dir Zeit, atme dich nach oben. Lass dir auch Zeit, um die Beine wieder nach vorn zu bringen. Das braucht ja ein bisschen, jetzt ein bisschen Zeit. Das linke Knie heranführen und langsam das Bein ausstrecken. Ja, wenn du hier angekommen bist, dann atme ganz befreit, ganz frei und beweg dich. Ja, die Füße bewegen, die Beine mobilisieren, dich einmal durchreckeln. Lass uns im Langsitz ankommen. Schieb dafür die Fersen nach vorn, zieh die Gesäßmuskulatur zurück, richte dich auf. Denk da zum einen dein Becken schwer und geerdet und zum anderen den Oberkörper leicht und nach oben schwebend. Dann verschränk die Finger vor dir und dreh die Handflächen nach vorn hoch und atme dich lang. Auch nach vorn hoch, auch in den Raum des Brustkorbs und des Brustbeins. Atme da nach vorn hoch. Streck dich aus, dehn dich,
Streck dich, entfalte dich. Und löse bitte wieder auf. Ja, zweite Seite. Versetz dein linkes Bein ein Stück nach außen. Greif dir die rechte Kniekehle, zieh das zu dir ran. Der Fuß stellt sich auf. Jetzt schnapp dir das Knie. Und wenn du dich zurücklehnst, ist der Fuß frei. Dann können wir das jetzt innen rotieren, den Unterschenkel. Greif dafür mit der rechten Hand die Wade, den Muskelbauch und zieh den bewusst nach außen weg. Ja, dann dreht der gesamte Unterschenkel einwärts. Das siehst du daran, dass der Fuß mehr nach innen zeigt. Lass die Wade immer noch nach außen gezogen. Greif mit der linken Hand den Fuß, zieh den zu dir ran. Dein Knie schließt sich. Immer noch die Wade nach außen wegziehen. Stell jetzt den rechten Fuß an der Innenseite des Beines auf, des linken Oberschenkels. Und während dein Knie nach außen sinkt, kannst du die rechte Hand lösen. Gut. Ja, dann sortier es für dich so, dass du das Gefühl hast, dein Knie kann jetzt eine Weile so bleiben. Wenn du es nicht hast, dann ja, bau was unter, klemm was zwischen die Kniekehle, auch das schenkt dem Knie weiter. Oder borg es nicht ganz so weit. Ja. Finde das, was für dich ein guter Kompromiss ist. Das, wo du jetzt ankommen möchtest. Nicht willst, nicht vom Kopf denkst, sondern wirklich das Knie entscheiden lässt, da wo es ist, ob es da gut ist. Wenn es passt, dann zieh die Gesäßmuskulatur ein Stück nach außen, denk dein Becken schwer und richte dich auf. Nach oben denk dich leicht, nach unten geerdet. Atme, auch nach oben hoch und dann wander mit den Fingerkuppen nach vorn und lauf nach vorn. Wieder nicht den Kopf entscheiden lassen, sondern dich öffnen für das, was entsteht, für den Körper, für die Dehnung der Rückseite. Komm dort an, wo es für dich jetzt passt. Und dann lass den Atemfluss in den Rückenraum fließen und strömen. Lass ihn durchdringen von der Atmung. Die Einatmung macht ihn weit, schenkt ihm Raum. Die Ausatmung schenkt ihm Entspannung. Und über diese Entspannung der Rückseite kann deine Vorderseite sich der Erde anvertrauen, sich vor ihr verneigen und damit auch vor dir selbst. Dich dann wieder ein Stück zurückzukommen und nach links zu wandern, hin zum Bein. Linke Hand nach außen, Oberkörper orientiert sich zum Bein hin und jetzt beginn dich vor deinem Bein zu verneigen. Wenn du dich jetzt fragst, ob der Rücken rund sein soll oder lang, dann ist es eine Frage des Kopfes, lass eher den Körper entscheiden. Vielleicht ist es ein Mittelweg. Nicht ganz lang, nicht ganz rund. Und atme wieder in den Raum des Rückens. Und je nach Flexibilität kannst du auch das Bein greifen, Schienbein greifen, das Sprunggelenk des Fußes greifen oder den Fuß selbst erreichen. Für einen Moment des Vertiefens bitte ich dich, die rechte Hand an die Außenseite des Beines oder Fußes zu bringen und da jetzt etwas mehr Kraft aufzubauen. Ja, die Kraft, die die Hand an das Bein oder den Fuß drückt. Und damit kannst du dich sanft nach links ziehen in Richtung des Beines und dich dorthin vertiefen. Und immer wieder der Atmung Raum schenken, sodass sie dich atmen kann, dich durchdringen, dich beleben und gleichzeitig vertiefen kann.
Es atmet die innere Welt. Und wir lassen etwas Neues entstehen in der äußeren Welt. Bringen den linken Arm bitte unter dem rechten hindurch an die Innenseite deines Beines. Das kann ja ein langer Arm sein, sodass du dich da komfortabel fühlst. Oder wenn du flexibel bist für diese Position, dann drück deinen Ellenbogen gegen die Innenseite des Knies. Und eventuell kannst du den Fuß greifen, den Zeh umklammern oder legst die Hand einfach ab am Boden. Jetzt orientiert sich automatisch die linke Flanke mehr zum Bein. Der Oberkörper macht eine kleine Drehung nach rechts. Vertieft das und gibt etwas mehr Kraft an die Innenseite des Beines. Dann verschraubt sich der Rücken nach rechts. Die rechte Flanke beginnt sich zu strecken und die Atmung dorthin zu lenken. Und das vertiefen wir auch. Bring den rechten Arm mit einem Bogen über oben nach hinten an die rechte Hüfte. Und wenn du da jetzt ankommst, dann drück nochmal den linken Arm an die Innenseite des Beines und schraub dich weiter nach rechts auf. Die rechte Schulter gleitet zurück. Die linke Flanke orientiert sich zum Bein. Verborg dich mit ihr vor dem Bein und atme jetzt mehr in die rechte Flanke. Atmen, verwringen, verneigen, genießen. Entstehen lassen. Und erfreuen. Und vertiefen. Bring den rechten Arm über oben, über den Raum des Kopfes zum linken Fuß, in die Richtung dorthin zumindest. Und noch einmal, einen Moment des Vertiefens, den unteren Arm gegen das Bein drücken, Oberkörper aufschrauben. Dann denk dir, ein Fenster zwischen den beiden Armen, ein Fenster, durch das du in die Welt lächelst. Noch einmal in all der Schönheit, in all der Tiefe, in all der Atmung verweilen. Und dann ganz langsam geht es wieder zurück. Gib den rechten Arm über oben, wieder nach hinten und setz die Hand an die Hüfte auf. Dann orientiere ganz langsam den Oberkörper wieder mehr zum Raum vor dir. Bring dir schon mal die rechte Hand hin als Stütze. Folge mit der linken Hand und lass dir Zeit, gönn dir Zeit, um dich zurückzuführen. Dann können die Fasern des Rückens sich wieder sortieren, wieder neutralisieren. Atme wieder in die Rückseite, belebe sie, regeneriere sie, verwöhne sie. Und dann komm langsam bitte nach oben. Auch hier braucht es ein bisschen Zeit, um das rechte Bein nach vorn zu bringen. Schenk dir die Zeit dafür. Lass beide Beine ausgleiten. Stütz dich auf hinter dir und gönn den Beinen ein bisschen Verwöhnung. Ja, Beine beugen, also Füße beugen und strecken. Die Beine schütteln, den Boden klopfen, mach alles, was dir jetzt gut tut, das, was du brauchst, das, was dich belebt. Und dann beginnen wir den Füßen nach vorn zu kreisen, ganz große, weite Kreise. Und wechsel auch die Richtung. Und wenn es im Moment so passt, dann bring die Füße wieder zueinander. Ja,
Gott, nach den Dehnungen, die wir eben erfuhren, Dehnungen, die durchaus intensiv waren, die auch noch in den Fasern des Gewebes integriert sind über die Dehnungsspannung, gehen wir jetzt in einen Ausgleich. Und der Ausgleich zur Dehnung ist in diesem Moment jetzt etwas Kraft und Stabilität. Zum einen bitte ich dich, dich wieder aufzurichten in den langen Sitz, die Fersen nach vorn zu schieben, dein Becken zu erden und dich aufzurichten. Zum anderen bring die Hände nach vorn, verschränk die Finger und richte dich bitte auf. Und dann streck dich auseinander, nach vorn und nach oben und wachs mit mehr Kraft, mit mehr Stärke in die Welt. Und jetzt drehst du den Oberkörper etwas nach rechts. Atme in die Drehung, streck dich nach vorn hoch, auch mit dem Raum des Herzens. Erheb es nach vorn hoch. Und dreh dich bitte wieder zurück zur Mitte. Bring die Hände vor dir wieder zurück und wenn du die Finger noch einmal verschränkst, dann ein Finger weiter an die Verschränkung, die sonst nicht automatisch ansteht. Die Handflächen nach vorn und dann nach oben, dann streck dich lang, schieb die Fersen aktiv weg, heb deinen Herzraum aktiv nach vorn hoch, streck die Arme aus und dreh dich nach links. Der Rücken ist kraftvoll, ist stark, du atmest, richtest dich auf, streckst dich in die Welt. Noch einmal tief einatmen, strecken und drehen und ausatmen, komm wieder zurück und löse auf. Ein zweiter Moment, um den Rücken und die Rückseite wieder zu zentrieren, ist die Planke. Ich bitte dich dafür, dich nach hinten aufzustützen. Die Fingerspitzen können nach vorn zeigen, können aber auch zur Seite zeigen. Auch nach hinten, je nachdem, was für dich jetzt am bequemsten ist. Ich orientiere sie meist nach vorn, aber das ist sicherlich individuell verschieden. Roll die Schultern etwas zurück, schieb die Fersen weg, schließ den Beckenbodenbereich und dann atme dein Becken ganz in Ruhe hoch. Du kannst dich da gerne ein bisschen vor zurückschieben, sodass du gut auf den Fersen aufgekommen bist, vielleicht an der Mitte der Fersen, da wo du sein möchtest. Heb dein Becken hoch und zieh die Schulterblätter und den Rücken zueinander und dann heb von dort den Raum des Herzens nach oben. Erheb dein Herz in die Weite der Welt und atme es hoch. Noch einmal tief nach oben atmen und dann komm bitte wieder in Ruhe zurück. Und stell die Füße auf. Ruhig mit etwas Abstand zwischen den Füßen. Und dann greif dir die Knie oder leg die Arme auf die Unterschenkel. Und roll dich ein und verweile. Und da kreierst du ganz automatisch Atemraum im Rücken. Die Atmung fließt durch ihn hindurch, streichelt ihn, verwöhnt ihn. Erfahre dein Atmen als eine innere Massage des Rückenraumes. Dann bitte ich dich, in die Rückenlage zu wechseln. Wenn du dich dorthin legst, dann leg dich ganz lang ab, streck die Beine nach vorn und leg die Arme hinter dir in den Raum hinter dir ab. Verhack die Daumen und wachs über die Fingerspitzen nach hinten, während du gleichzeitig die Füße lang machst und die Zehenspitzen in den Raum vor dir ausstreckst. Dann atme dich in die Haltung. Und wenn die Einatmung entsteht, dann beginn aus der Mitte heraus, dich zu strecken. Mit den Armen, den Fingerspitzen nach hinten, mit den Fußzehen nach vorn. Wenn du ausatmest, entspann dich in die Länge. Und mach das weiter. Ein inneres Wachsen nach außen in die Welt, in der Einatmung. Ein Entspannen in die Länge, in der Ausatmung. Und das noch 2, 3 Zyklen.
du das beendest, dann bereite die Arme zur Seite aus, in den Raum neben dir. Stell einen Fuß nach dem anderen auf. Und beginne mit den Beinen nach rechts und links zu schwingen. Eine sehr schöne Drehbewegung für den Rückenbereich. Lass den gesamten Rücken profitieren, indem der Kopf entgegengesetzt mitgleitet. Und wenn du das Gefühl hast, du magst diese Drehung vertiefen, dann schling ein Bein über das andere. Wenn du ein Bein umschlungen hast, dann wechsel zum anderen. Mach genauso entspannt weiter. Und dann komm mit in der Mitte an, stell den Fuß zurück und greif dir ein Knie nach dem anderen. Auch hier kannst du dich in eine Schaukelbewegung verwöhnen, denn du kannst den unteren Rücken dabei massieren, genau dort, wo er das jetzt mag. Dann bitte ich dich, wieder anzukommen in der Mitte, die Knie einzeln separat zu greifen. Und wenn du beim nächsten Mal die Ausatmung erfährst, dann führ dabei deine Knie zu dir heran, zum Raum des Brustkorbs. Wenn du die Einatmung erfährst, dann führ die Knie nach vorn. Schaff Raum zwischen dir und den Knien und mach das für dich weiter. Du wirst in diese Bewegung geatmet. Gut, dann bitte ich dich, die Füße wieder aufzusetzen, der Atmung noch zu folgen. Dann lass dein rechtes Bein ausgleiten und leg den rechten Arm hinter dir ab. Und roll dich bitte auf die rechte Seite. Und bleib da einen Moment ganz in der Geborgenheit und Verbundenheit zu dir, deinem Körper, deinem Geist, in deiner Atmung. Ganz verbunden bei dir selbst. Dann komm von hier bitte nach oben und finde einen für dich gemütlichen Sitz. Wenn du einen guten Sitz gefunden hast für die nächsten Momente, dann schließ die Augen wieder. Lass uns wieder zurücktreten von den Dingen der äußeren Welt und uns hinwinden zur eigenen inneren Welt. Und sie haben wir versucht, über ganz verschiedene Impulse und Richtungen zu entfalten und ihr Raum zu schenken. In der Rückseite, in der Vorderseite, in den Flanken. Ich bitte dich wahrzunehmen, wie sich das jetzt anfühlt. Dann nimm in dieser Weite auch die Atmung wahr. Nimm wahr, wie sie dich jetzt atmet.
Erfahre die Einatmung als etwas, das in dich hineinströmt, das die Atemräume streichelt und sie entfaltet. In der Einatmung entfalten sich die Atemräume und dehnen sich aus in alle Richtungen, alle Möglichkeiten. Nach vorn, in die Seiten, auch nach hinten, nach unten, Richtung Zwerchfell und Bauchraum, nach oben in den Raum des Herzens und den Raum der Schlüsselbeine. In alle Richtungen fächert sich dein innerer Körper auf, wenn du einatmest. Und damit kreiert es eine innere Weite und Fülle. Und diese Fülle darf verbunden sein mit einem Gefühl der Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, eine Freiheit. Und dort entsteht die Ausatmung und sie führt aus dieser Fülle und Weite die Atemräume sanft wieder zurück, hin zu einem Weg nach innen, einem Weg zu dir zurück. Und das ist ein Weg der Entspannung. Die Ausatmung entspannt dich hin zu einem Raum in dir. Sie führt dich zurück aus der Fülle zu einem inneren Raum, einem Punkt in dir. Eine Rückkehr zu dir selbst. Ein entspanntes Eintauchen und Ankommen. Und dort entsteht die Einatmung neu, die wieder aus diesem inneren Punkt, aus dem inneren Raum dich entfaltet, dich wachsen lässt in alle Richtungen, die den inneren Körper ausbreitet, ihm Fülle schenkt und Leichtigkeit. Ein immerwährendes Ausbreiten und Auffächern von innen nach außen in einen weiten inneren Raum, eine weite innere Welt und zurückkehren in einen Raum tief in dir, eine Rückkehr, ein Rückzug, ein Ankommen. Und in all den Räumen atmet es dich. Du wirst geatmet. In diesen wunderbar feinen, genussvollen System der Atmung. Und wenn das der Geist beobachtet, dann hat er einen Fokus, etwas, auf das er sich einlassen kann. Und da entfaltet sich auch in ihm ein ganz besonderer Raum, ein Raum der Stille und Ruhe. Das ist kein Raum, den wir mit einem Willen erzeugen können. Es ist nicht möglich zu sagen, sei ruhig. Nicht möglich, Stille zu erzwingen im Geist. Es ist nur möglich, sich ihr zu öffnen und sie entstehen zu lassen. Ohne etwas zu wollen, ohne etwas zu tun, nur mit der Hingabe zu dir und diesem inneren Raum der Stille in dir.
Ein Raum der Stille und Ruhe, der größer ist, der erhabener ist als der Raum der Gedanken, der Raum deines Kopfes. Der sogar größer ist als du selbst. Der universeller ist als du selbst. Ein Raum der Stille, der tiefen Hingabe, der Gnade. Wenn wir uns wieder dem Raum des Körpers zuwenden und dem Raum der Atmung, dann wird vielleicht dieser Raum der Gnade, der Hingabe, der Stille und Ruhe kleiner werden. Aber doch kannst du diese Essenzen tief in dir bewahren. Auch wenn du wieder spürst, wie du atmest, geatmet wirst, wie dein Körper sich anfühlt hier im Sitz, wie du den Boden unter dir wahrnimmst, und den Raum, der dich umhüllt. Dann bewahr dir doch diese Essenz, dass tief in dir ein Raum der Stille und Ruhe ist, ein Raum der Hingabe und Gnade. Dann bring bitte hier im äußeren Raum die Hände vor deinem Herz zueinander. Dann können die Handinnenflächen sich liebevoll berühren, die Daumen sich auflegen an das Brustbein, um diesen Raum in dir auch taktil zu spüren. Wenn du das nächste Mal in der Ausatmung dich erfährst, dann vertiefe sie. Wenn dann die Anatmung entsteht, dann öffne die Arme, bring sie in die Weite nach außen und ganz weit hoch in die Welt und führe dort im Ausatmen die Hände zueinander, dann vor die Stirn, vor den Mund und vor den Raum des Herzens zurück. Und noch einmal einatmend, öffne dich bitte in all die Weite der Welt, um sie zu umarmen und trag diese Umarmung zurück zum Raum deines Herzens. Wenn du magst, dann verbeug dich vor ihm, auch vor dir selbst, mit einem Danke für die Zeit, die du dir heute und hier schenktest und die Essenz, die dich durch diese Stunde begleitete. Wenn du dich da wieder aufrichtest, dann bitte ich dich, die Augen ganz in Ruhe wieder nach außen zu öffnen, die Welt wieder zu sehen, die dich umgibt. Und hier danke ich dir für die Zeit, die du dir und mir schenktest und wünsche dir alles Gute auf den Wegen, die vor dir liegen. Danke und Namaste.